So, meine lieben Leute, hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Stranded Deep. Es ist schon wieder eine Woche her und seit der letzten Folge bin ich wieder einfach zurück zu unserer Insel gekehrt. Ich habe im Internet eine Karte gefunden. Ich weiß nicht, man kann die irgendwie hinzufügen. Keine Ahnung, wie das so richtig funktioniert. Und jetzt haben wir tatsächlich nur Randgruppen gemacht, so wie ich das schon vermutet habe. Wir sind aber noch nicht einmal ganz um die Karte herum, sondern irgendwie anders hängen geblieben. Da ist unser Floß, da ist unser Zuhause, da müssen wir nochmal weiter zusammenbauen alles. Es ist nachts. Soweit ist schon mal die Erkenntnis. So, die Frage ist folgendes. Wie sieht's bei uns aus? Was? Alter, warum? Ja, ich nimm doch schon. Ja. Was haben wir denn da? Müssen wir jagen und saufen, Alter. Und ich bin dann... Ja, ich muss gucken, dass ich diese Clays irgendwie zusammenkriege. So, dann müssen wir mal gucken. Jetzt müssen wir erstmal gucken, dass wir hier unser Haushalt wieder, unser Nahrungshaushalt wieder in den Griff kriegen. Weil das geht ja gar nicht. Wir sind ja kurz vor Sterben hier. So. Bob. Na komm. Klasse. So. Wie schaut's jetzt aus? Noch beschissener. Nein, hätte ich gar nicht. Aber wir brauchen noch mehr was zu essen. Also, wir müssen jagen. Wo sind unsere Fischbeere eigentlich alle hin? Sind noch... Achso, guck mal. Na, das ist ja was. Ja, hier ist noch keine Inneneinrichtung. Ich habe auch überlegt, ich mache noch eine Etage hoch. Hatte ich nicht irgendwo auch meine Leuchte irgendwie dahin gemacht? Nee. Ich hatte irgendwo eine Leuchte. Ich will mal Fischbär mitnehmen. Ohne Fischbär geht das nicht. Okay, das ist ein normaler Speer. Wieso... Nicht dein Ernst, ne? Jetzt schon ist der Hai am Start, dann muss der Hai sterben. Warte mal, derzeit lege ich schon mal meine Axt hier weg, meine Steinpicke. So. Wo ist meine Speerschleuder? Da. Voll. Gut. Wir brauchen auch was zu essen. Nur mit der Maus komme ich noch nicht so ganz hinterher. Die Maus, die leckt so ein bisschen noch so. Hä, bin ich nicht ausgerüstet? Ist sie leer oder was? Ich habe gerade gefeuert. Hatte nur zwei Schüsse? Nein, das glaube ich jetzt nicht. Ist die geleert? Die ist geladen, ja. Da steckt das drinne. Jetzt ist der weg. Der gefürchtete Hai ist weg. Warum auch immer. Er taucht auf, um sie wieder zu verschwinden. Aber was ist da los? Warte mal. Das muss ich mir mal irgendwie gönnen, ganz kurz eben. Da, jetzt ist er wieder da. Wo ist der hin? Da, nee, doch nicht. Das ist... Komm raus, Fischi, Fischi. Das soll ihn einfach mal anlocken. Fischi, 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 Fischi. Oder schießt er nur dann, wenn ich unaim? So. Ja, wahrscheinlich. Dann macht er Geräusche. Und dann schießt er wahrscheinlich nur.
Weil ich wollte so ganz locker aus der Hüfte schießen gerade eben. Sag mal, was ist mit den Hai los? Aber wo ist der denn jetzt? Will er mich verarschen oder was? Bisschen gruselig ist es ja schon, ne? Man weiß, da schwimmt ein Hai im Wasser rum. Da ist er ja. Habe ich ihn getroffen? Wahrscheinlich nicht, ne? Doch, da kommt der Treffer. Das hat ein bisschen geziept jetzt, ne? Der hat auch gesessen. Komm, Fischi, Fischi, komm. Komm, Fischi, Fischi. Das ist schwer. Weil der Speer wirft ja bekanntlich nicht so weit, ne? Bist du? Fischi, Fischi, Fischi. Wo ist denn der jetzt hin? Was für ein blöder Hai, ey. Alter, ich drück schon Space schon ein halbes Tag. Ein halbes Jahr, ein halbes Tag allein schon. Bin immer so aufgeregt. Na, guck mal, unser Fluss haben wir fertig gebaut. Das wusste ich gar nicht mehr. Da hinten ist er. Wo ist der jetzt wieder hin? Ich hau jetzt nicht solche teuren Speere da rein, um ihn dann irgendwie wieder ziehen zu lassen. Das ist natürlich echt blöd. Man sieht ihn nicht und er taucht auf einmal irgendwie auf. Diese hinterhältige Ratte. Sowieso ist es voll der Schmuchtelhai. Ich fühle mich gemobbt. Der Hai, der mich hier mobbt, wurde vom anderen Hai gepoppt. Ich brauche was zu essen, deswegen brauche ich diesen Hai einfach. Da ist er doch. Treffer. Der hat er sich irgendwie eingegraben oder was? Und taucht nachher wieder irgendwie aus Nix irgendwie von auf dem Boden auf. Ist er festgepackt oder was? Was war? Oh. Blut mir stark? Ne, alles gut. Aber trotzdem noch. Oh, jetzt taucht der Hai gerade auf. Genau vor meiner Nase. Voll gruselig immer. Ja, toll. Aber er hat noch nicht die Schnauze voll von uns, ne? Wo ist er denn? Es blubbelt. Oh Gott.
Oh Gott, er kommt. Oh, das war knapp. Oh, das war knapp. Oh, das war knapp. Ja, es reicht nicht einfach. Da. Alter, guck dir mal an, was er mit meinem Floß macht. Das ist doch so ein Megabug, oder? Das ist doch nicht normal. Das finde ich echt... Warte mal. Das finde ich nicht normal, Alter. Er schwimmt gegen mein Boot und das fliegt hier so durch die Gegend. Wie soll das denn sein, wenn ich mal gegen so einen Megalodon oder so kämpfen sollte? Gibt es den Megalodon? Ich glaube, ja. Ich habe mal was davon gehört. Das soll den geben. Das ist scheiße, was er da hier gemacht hat, ey. Ja. Ich muss wieder gegenbumsen, Mann. Komm raus, du Hai. Wo steckst du? Zeig dich uns. Hat der die Schnauze voll? Das ist aber kacke, ich will ihn haben. Ich brauch den jetzt, ich hab Hunger. Ich glaube, der Hai hat die Schnauze voll. Den haben wir nur vertrieben jetzt. Oder? Warte mal. Nee, das war kein Hai. Das war nur ein Schatten. Mist. Oh mein Gott, wir brauchen noch diesen scheiß Hai, Alter. Und dieser Hai lässt sich ja von uns nicht essen da oder jagen. Ja, natürlich. Wo bin ich denn jetzt gepikst worden von was? Ich schwamm einfach so mit dem Ozean rum, ohne irgendwie die Möglichkeit auf irgendwas anderen zu haben. Also. Dass mich da irgendwas piksen könnte. Der Hai ist weg. Aber was hat mich denn da jetzt erwischt, ey? So, das ist doch einfach nur zum Kotzen, ey. Das sag ich euch. Einfach so vergiftet zu werden. Na komm, lass uns was fangen. Den brauchen wir hier, der ist gut. Na komm. Es ist ärgerlich, dass wir jetzt wieder vergiftet sind. Meine Güte. Das heißt, es gibt ja eine lange Suche nach Pipi und all so ein Scheiß. Und wir haben, glaube ich, kein Pipi mehr dabei. Dabei habe ich noch so viel anderen Shit vorgehabt. Ja, so ist das halt, ne? Man lässt sich... Oh, guck mal, da haben wir noch mehr Fleisch. Das wusste ich gar nicht. Okay. Nee, haben wir nicht. Warte mal. So. Den einmal abwerfen hier. Cool, cool, cool. Gross.
Das Gute daran ist, hier ist schön viel Fleisch drin, ne? Und das sind mittlere Steaks. Das heißt, damit werden wir einigermaßen satt. Wir sollten uns da auch mal dran halten, dass es ein bisschen flotter geht. Ja, das mit Hai ärgert mich auch gerade, dass der einfach sich verpisst hat, ne? Diese Angsthasenhai, ey. Wow, das dauert immer so extrem lange. Zumal unsere ganzen Speere sind jetzt alle weg, ne? Alle, die wir hergestellt haben, alle weg. War da jetzt gerade noch ein Tape? Ne, ich dachte schon. Schnell mal was trinken. Reicht aber noch nicht, um uns wirklich fit zu kriegen wieder. Das geht natürlich eben halt... Ach so. Mein Gott. Bin ich vergesslich. Was wollte ich jetzt sagen? Mit den Speeren, ne? Ja, auch. Jetzt sind alles. Mann, Mann, Mann. Du solltest da reinlegen. Dankeschön. Wo ist jetzt... Ach, da ist meine Axt. Okay. So. Jetzt können wir uns noch ein bisschen amüsieren gehen. Das ist jetzt super ärgerlich mit den Dings. Finde ich echt alles ärgerlich. Gar keine schöne Folge gerade. Aber was soll man machen, ne? Der Hai hat sich entschlossen, Angst zu haben vor uns. Ich wurde vergiftet. Von was aber? Das frage ich mich. Ich sehe es ja nicht mal. Du hast ja nicht mal Chance, dem irgendwie entgegenzustehen oder auszuweichen, wenn du nicht weißt, wovon du vergiftet wirst. Ne? Das ist das Fiese, ja. Ich war ja mitten im Ozean. Ich schwamm ja nirgends auf dem Grund oder so. Sondern ich schwamm einfach irgendwo rum und es war weder eine Schlange bei mir in der Nähe, vielleicht so ein Giftfisch oder so. Aber ich weiß es nicht. Anders kann ich mir das auch gar nicht erklären. Jetzt wird schon wieder nachts gleich. Irre. Einfach nur irre. Dann hat sich der Fisch wieder rehabilitiert. Komm, wir gehen erstmal ein bisschen Seile sammeln und dann... Ich glaube auch, dass wir den Fisch fast getötet hätten, den Haifisch. Den Tigerhai. Dass der beinahe down gewesen wäre, dass der sich dann vom Acker macht, wenn er merkt, oh, ganz schön gefährlich hier. Und dann... verschwindet er einfach. Meine Vermutung. Ist natürlich ärgerlich, dass hier mir die Sachen hier weggammeln einfach, ne? Was soll man machen? Ach, ich hätte auch mal Scheiß mal wegpacken können. Sünde, wie das aussieht hier, ey. Ich bin ein schlechter Farmer. Hier haben wir gar keine jungen Palmen mehr, oder was? Das ist ja irre. Warum haben wir hier nichts mehr? Habe ich dann das letzte Mal so viel eingesammelt? Nein. Das kann ich mir nicht vorstellen. Also wir machen uns, wenn wir ernähren uns jetzt einigermaßen gut, dann mache ich meine Insel aus, irgendwo mittig. Und dann müssen wir uns vom Acker machen. Ne? Nützt ja alles nichts. Wir brauchen Pipi jetzt und da können wir ja nicht hierbleiben. Das funktioniert nicht. Ja, es geht ja langsam, die Vergiftung, Gott sei Dank. So, ich will mal ganz kurz mein Speer wegpacken. Ich glaube, sehr viele... Palmchen finden wir ja auch nicht mehr. Da liegt noch eine.
damit wir mehr Seile machen können. Dann werden wir das Essen mitnehmen, trinken und dann werde ich noch in der Nacht abhauen. Wir müssen dann auch irgendwo mal andere Speere nochmal herfinden, dann. So, die wollte ich eigentlich gerade weglegen, ne? Warte mal. So. Moment. Wo ist mein Superspeer eigentlich? Habe ich ihn auch weggeworfen in den Hai rein? Das wäre ja absolute Grausamkeit hier. Oh mein Gott, habe ich das gemacht, ja? Dann muss ich nochmal ganz kurz einen Superspeer herstellen. Das nützt alles nichts. Oh. Egal, wie jemand sich dreht, ne? So. Ich zweifle mit Dingen, ich glaub's nicht. Egal. So, einmal Leder. Da haben wir einmal Pipi. Viermal Seile haben wir. Das ist schon mal ziemlich gut. Das hilft uns ein bisschen. Ein paar neue Speere für die Speerschleuder zu machen. Ich das Feuer mal eben aus. So. Na, wo ist das denn jetzt? Huch, wo ist denn mein Lederbumsen-Dingsen? Da machen wir da. Mhm. Da. Oh, ich brauch zweimal Leder, ne? Boah, jetzt habe ich vorhin mein Mikrofon angespuckt, Alter. Boah, voll reingesäbert. Aber ich sollte ja irgendwo noch mehr Leder haben. Das bin ich der, also da bin ich der Meinung, dass ich noch mehr. Okay. Es ist natürlich ärgerlich, wenn man seine ganze Munition an diesen Hai verschleudert und der Hai dann einfach wegbleibt quasi, ne? Noch holen, ne? Okay, mehr Leder können wir nicht tragen, erstmal. Soll ich aber erstmal hier hin. Wie war das noch gleich? Was? Wie kriege ich den Superspeer zusammen? Ah. Davon habe ich noch was auf dem Schiff. Warum gehe ich jetzt auf einmal so längs? Egal. Davon müsste ich noch was hier haben. Nein, nicht da. Nee, auch nicht. Auch nicht. Wow, die haben jede Menge Seile. Wir könnten uns jede Menge Speere neu machen. Alter Vater. Guck mal, hier haben wir noch Haifischsteaks. Guck mal, da haben wir auch noch was. Also daran sollte es nicht scheitern, jetzt alles hier. An Nahrung. Hoffentlich das Haifischsteak. Das weiß ich nämlich nicht mehr. Ob ich das durchgebrutzelt habe, ne? Das weiß ich, das kann ich nicht mehr sagen. Scheiße, ist es natürlich, dass ich es nicht mehr sagen kann. So, dann nehmen wir halt den Felsen einmal raus hier. So. Und dann machen wir uns damit schnell ein Tool. Stone Tool. Ups. Genau. Und jetzt machen wir uns endlich mal einen wunderschönen Supersperr. Kann ich eigentlich nochmal sowas bauen? Das wäre natürlich mega cool. Ups. Und noch sowas? Ich glaube, ich brauche zwei Steine, um ein Tool zu machen. Ne? Nee, aber ich kann nicht mehr. Wieso habe ich nicht mehr? Nee, nicht da reingucken. Okay, ist halt so. Kann man nicht machen.
Ach, da ist noch ein Dings drin. Der lässt uns doch noch ein... Nö. Der muss schon was Besonderes sein. So. Hä, was soll das denn jetzt? Komm, hör auf jetzt. Genau. So, dann gucken wir mal eben halt, was unser Essen macht und unser Trinken. Dann trinken wir noch einen Schluck. Und dann gucke ich mal dann auf die Karte, die ich hier habe. Und reisen wir ab. Wir sind das letzte Mal... Wie sind wir eigentlich gefahren? Oh, das weiß ich jetzt gerade nicht. Hier, da haben wir mal alles mitnehmen. So. Was sagt unser... Ja, wir müssen schon was haben. Schon was draufschmeißen, falls wir irgendwann mal wieder was brauchen. Nur so ein Bait, das sollte ja vielleicht erstmal reichen. So. Damit wir beim nächsten Mal, wenn wir hierher kommen, einfach nicht verdursten. So. Das sieht nice aus. Natürlich hielten wir jetzt nicht, weil wir kurz vorm Sterben sind. Alles voll. Hier hätten wir noch Nahrung gehabt, ne? Genau. Wieso trage ich das jetzt in der Hand, ey? So. So, dann schubse ich nochmal kurz das Floß rum. Und dann mal gucken, in welche Richtung uns das verschlagen wird hier. Erstmal, warum sind alle Segel? Moment, ich glaube, es sah nur so aus, ne? Also hier so ein Bug oder so, ne? Weil jetzt hört man es erst flattern alles. Ja. So. Ab nach vorwärts. So, ich guck mal ganz kurz, wo die Reise hingehen soll. Und wir schalten dann gleich wieder rein vielleicht, ne?